heute so passiert. Ja. Wie war das Jahr für Sie, wenn ich fragen darf, in der Corona-Krise? Also das Jahr war schlimm für uns. Wir hatten eigentlich viele Stornos, viele Umbuchungen und ja, es war, mal so mal sehen, ich bin seit 30 Jahren jetzt in dem Reisebüro und seit 4 Jahren jetzt auf dem Heilsberg und das war eine schlimme Zeit. Wir haben zwar auch damals den Golfkrieg überlebt und mitgemacht und auch 9/11, aber Corona war schon sehr speziell. Sehr speziell. Ja. Jetzt ist ja so, ihr seid ja eine Reiseagentur, Frau Fleck. Mhm. 30 Jahre ist ja eine lange Zeit, 4 Jahre hier in Bad Vilbel. Haben Sie schon mal sowas erlebt, dass so viele Reisen abgesagt werden, storniert worden? Nein, noch nie. Noch nie. Seit letztes noch nie. Jahr? Nein, noch nie. Das gab es noch nie. Also wir hatten ganz, ganz wenige Stornos eigentlich immer. Unser Stammpublikum ist uns eigentlich sehr treu und da wissen wir auch automatisch eigentlich, wenn jemand anruft, welche Richtung und was wir nachschauen können. Und da wird nicht viel storniert. Also wir kannten das eigentlich so gut wie gar nicht. Er konnte gestern jetzt nicht fliegen. Nee, gestern konnte er nicht fliegen. Gestern hat der PCR-Test, der kam nicht rechtzeitig. Der arme, ja, der arme Kerl muss. Ja. Ich habe auch noch eine schlechte Nachricht. Nein. Der Herr Müller hatte storniert gehabt, weil er ist auch nicht vollständig geimpft. Und der kann nicht nach Griechenland. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist, glaube ich, jetzt auch das 3. oder 4. Mal, ne? Mhm. Dass dem seine Reise. Na gut. Hat er gesagt, wann er fliegen möchte? Nee, er hat gesagt, er wartet jetzt erstmal ab, bis er wirklich seine zweite Impfung hat und dann guckt er nochmal. Okay. Alles klar. Ja, das wird noch ein paar Mal so passieren. Leider. In dem einem Jahr haben wir natürlich viele Extremseiten erlebt. Wir haben einen sehr starken Rückgang natürlich von verschiedensten Segmenten hier erleben dürfen. Ja. Dennoch versuchen wir natürlich, das Beste aus der Zeit mitzunehmen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, komme aus Offenbach, hier übernachten möchte, einfach nur so, weil es mir hier so gut gefällt, gibt da viele Menschen, darf man das? Durch die Regularien sind Freizeitreisende hier bei uns nicht erlaubt. Wenn du jetzt im Zusammenhang mit einer Geschäftsreise das Ganze verbinden würdest und geschäftlich bei uns untergebracht bist, dann dürften wir dich aufnehmen. Wie viele Absagen habt ihr denn jetzt schon bekommen? So? Oh, in der Anzahl können wir es gar nicht sagen, aber dadurch, sagen wir mal, dass in den Medien sehr, sehr breit gestreut ist, die Information, dass Freizeitreisende eben nicht reisen dürfen und nicht übernachten dürfen, ist das dann doch etwas geringer, als man sich das vielleicht vorstellt. Das Hotel hat ja auch viele Angestellten. Das ist richtig. Zum Beispiel Koch oder Hausdame, alles Mögliche. Gehen die noch Kurzarbeit oder wie ist es bei denen? Natürlich ist es so, dass wenn das Geschäft sehr, sehr eingeschränkt ist, wir auf das Instrument Kurzarbeit zurückgreifen müssen. Dennoch stehen wir, sagen wir, mit den Kollegen, die zu Hause sind, in einem engen Austausch und hoffen, dass wir, sagen wir, die Gäste, aber auch unsere Mitarbeiter wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wie siehst du das jetzt? Demnächst sollen die Hotels wieder aufgemacht werden, aber nur für Getestete oder die sich geimpft haben. Das sind ja zwei verschiedene Paar Themen. Es gibt die Menschen, die lassen sich nicht impfen, wollen es nicht, wollen sich auch nicht testen, ja. Und dann gibt es die, wo geimpft sind, die üblich, ich kann endlich ins Hotel. Da gibt es doch irgendwie dann Probleme, oder? Ja, wie gesagt, da jetzt so eine Prognose zu treffen, ist ganz, ganz schwierig. Ja, wir freuen uns einfach auf jeden Gast, der bei uns untergebracht ist. Und weil, wie gesagt, die Hotellerie lebt, oder die Seele und das Herz der Hotellerie ist einfach die Zusammenkunft von Menschen. Und wir hoffen einfach, dass wir eben viele Gäste, ob das Geschäftsreisende sind oder Freizeitreisende sind, bei uns begrüßen zu dürfen. Der Hessentag ist letztes Jahr abgesagt worden. Ein erfolgreiches Fest für Bad Vilbel. Da hättet ihr auch viele Menschen im Hotel gehabt, ne? Das war ja ein bisschen großer Verlust, gell? Das ist richtig. Das wurde sicherlich auch ein Stück weit mit einkalkuliert. Ja? Aber dennoch, wie gesagt, was in der Vergangenheit geschehen ist, können wir nicht ändern. Und wir schauen positiv in die Zukunft und hoffen, dass wir das Hotel weiterhin erfolgreich gestalten können. Super, da denke ich mal, dass es auch bald wieder gelockert wird alles. Und dann
geht es endlich los. Alles klar, vielen Dank. Dann kann der Koch wieder kochen. Kann er auch jetzt so. Jetzt ist ja so, jetzt hat die Regierung ein bisschen gelockert für Geimpfte und natürlich die sich noch mit Test natürlich können die Leute in Urlaub fahren. Jetzt zum Beispiel ich jetzt hinter der Kamera, der Kultreporter, sag mal, ich will mich nicht testen, will mich nicht impfen lassen. Wie sieht es denn da aus für meinen Urlaub? Dann haben wir demnächst schlechte Karten. Gut, es ist Folgendes, also ich habe jetzt heute mal alles, nur damit man es mal sieht, alles ausgedruckt, ja, damit wir mal hier durchblicken können, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und welche Ziele mit Test gehen, welche für Geimpfte gehen. Also es ist schon eine halbe Doktorarbeit, ne? Das ist jetzt so nicht alles. Dann gibt es diese Listen hier, wo man dann angeblich feststellen kann, wer wo in welches Land reisen darf. Also diese Beratung ist momentan schon intensiver geworden. Wir müssen das alles genau prüfen. Also prüfen. Und wenn jetzt jemand nicht geimpft ist und in Urlaub möchte, muss er vor der Abreise einen PCR-Test machen. Er muss bei manchen Ländern sogar 5 Tage nochmal in Quarantäne gehen. Es ändert sich eigentlich täglich irgendwas. Wir können, wenn jetzt jemand bucht, wissen wir nie genau, ob das in 2 Wochen noch genauso Bestandteil hat. Die Erfahrung haben wir gemacht, einmal im April. Wir haben sehr viel Deutschlandurlaub gebucht, mussten wir alles wieder rückstornieren. Das waren einfach grausame Zeiten. Ja, hi. Ich habe eine gute Nachricht, ich komme gerade von der Impfung. Ach nee. Oh. Und jetzt die Frage, wo kann ich in Urlaub mal gehen? Oder darf ich das? Du wolltest doch Deutschland machen, ne? Ja. Deutschland, also in Deutschland gibt es bisher jetzt eins, und zwar Sylt. Aber da musst du alle 2 Tage musst du einen Test machen. Aber ich bin doch geimpft. Bist du, also hast du beide Impfungen? Nein, nur einen erstmal. Nee, danke nicht. Warum? Du musst so oder so 2 Impfungen haben und dann noch 15 Tage dazwischen, zwischen dem Urlaub. Jetzt bist du nochmal sagen, weil ich habe gerade nicht mehr eine. Ja, also du brauchst nicht eine Impfung, sondern zwei. Zwei Impfungen? Mhm. Und dann 15. Wenn ich tot bin. Aber da müssen 15 Tage zwischen der Impfung liegen. Und danach? Kann ich ganz normal Urlaub machen? Ja. Danach, ja. Ja. Okay. Du kannst jetzt auch Urlaub machen, ja, aber du brauchst ja einen Schnelltest. Okay, also ich habe extra die Impfung gemacht, um wieder meine Normalität vom Leben wieder zurückkehren. Ja. Und jetzt sagst du zu mir, ich müsste die 2. Impfung haben. Und wenn ich doch mehr bin, muss ich nochmal Teste machen. Ja, ja, ja. Ganz schön kompliziert. Leider. Vielleicht tut sich ja da noch was, aber ich denke mal, dass sie aus dieser Lockerung nicht rausgehen. Ne? Nee. Okay, also der einzige Weg ist warten und dann Urlaub machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt Deutschland nachzieht, vielleicht derzeit oben alles, Mecklenburg, das vielleicht auch, aber die werden das wahrscheinlich ähnlich wie Sylt machen. Mallorca wäre eine Idee. Mallorca? Ja. Aber Mallorca ist das gleich, muss ich das 2. Mal impfen? Nein. Mallorca kannst du ganz normal hin, musst aber einen PCR-Test machen. Also kannst du mit meiner ersten Impfung nur PCR-Test, dann fliege ich nach Mallorca. Genau, geht. Aber da brauchst du auch keine Impfung dafür. Nach Deutschland geht nicht. Nee. Verstehe ich nicht. Wir verstehen es auch nicht. Okay, das war nur meine Frage. Auch nicht. Leid. Dann ich werde das mal mit meiner Frau, dass alle darüber sprechen und gebe ich euch eine Antwort, vielleicht morgen oder übermorgen, ist okay? Ja, sehr gut. Ja, vielleicht gibt es was Neues und dann vielleicht gibt es mir nochmal glückliche Nachricht. Ja, okay. Danke euch, ja. Vielen Dank. Ja. Schönen Abend noch. Ja. Oh ja. Ja. Der Herr Bierhans, der bucht gerne Urlaub und möchte auch weg und es geht einfach nicht. Gut, aber Mallorca hättest du ja eigentlich jetzt andrehen können, oder? Er will eigentlich schon die ganze Zeit nach Deutschland Urlaub machen. Okay. Er will gerne Deutschland kennenlernen, der ist begeistert von Deutschland und Mallorca war ja auch schon oft genug. Gut, Stammkunde ist er ja, aber ist er jetzt ein bisschen verärgert? Oder? Er ist eher verärgert darüber, dass er jetzt schon extra eine Impfung gemacht hat, aber trotzdem immer noch diese ganzen Tests machen muss und dass es da jetzt so ist, dass Deutschland trotzdem nicht für die Geimpften aufmacht oder halt auch mit Schnelltests. Darüber ist er eher verärgert. Gut.
Das heißt, er muss zweimal geimpft werden. Zweimal geimpft werden. Okay. Und dann noch zwei Wochen warten und dann kann ich. Richtig, richtig. Man muss erstmal Zeit dazwischen lassen. Dann muss er jetzt zum Beispiel jetzt noch 6 Wochen warten, bis er endlich in Urlaub darf oder 7 Wochen. Wenn er in 4 Wochen seine nächste Impfung hat, dann ja. Okay. Aber ins Ausland kann er. Ins Ausland darf er. Ja. Ja? Er kann in die Dominikanische Republik, er kann nach Griechenland, er kann nach Mallorca, nur nicht nach Deutschland. Also die Krise ist jetzt überwunden worden oder ist die Krise noch für euch? Nein, noch nicht. Aber ich merke seit 3 Tagen, dass angerufen wird. Also Leute rufen uns an und sagen, eben hatte ich gerade einen Anruf, meine Impfperiode ist zu Ende am 31. Juli. Wir möchten auch am 31. Juli gleich nach Kreta fliegen. Das ist eine Stammkundin, die vorhin angerufen hat. Okay. Und so war das jetzt die letzten 2 Tage, dass die Kunden anriefen und sagen, meine Impfung ist dann und ich kann ab dann wieder fahren. Und das musste ich auch so bestätigen. Also Geimpfte dürfen in Zukunft sehr viel. Sie dürfen einreisen. Oh, nach 15 Tagen nach der zweiten Impfung. Ne? Aber ist eine Zweiklassengesellschaft, finde ich jetzt. Ja, ich finde es auch nicht gut, weil es trifft nämlich viele Jüngere, die nicht im Altersheim oder nicht im ärztlichen Bereich arbeiten. Die trifft es momentan eigentlich schon hart. Ne? Und jetzt sind wir gespannt. Die müssen halt eben ihre Bedingungen erfüllen, wie ein PCR-Test vorher. Okay. QR-Code vorher holen und dann wieder die Einreise in Deutschland, die ist auch nicht, das muss man ja auch vom Ausland aus machen, ne? 2 Tage vorher dieses Einreiseformular für Deutschland ausfüllen und das ist nicht ganz so einfach. Ich hatte jetzt eine Kundin auf dem Kreuzfahrtschiff, die also dann schon Schwierigkeiten hatte, das dann selbst zu machen und die ist an die Rezeption gegangen und gesagt, also ihr müsst mir helfen, ich kann das nicht alleine. Ne? Okay, verstanden. Also das heißt jetzt, seit 30 Jahren Reiseagentur, haben Sie jetzt gut geschlafen die letzten Wochen oder noch ein bisschen Magenschmerzen? viele Magenschmerzen. Ja. Ich meine, jetzt so seit einer Woche merken wir eigentlich, es tut sich was. Ne? Mhm. Es sind nicht nur so die Gefahren, dass wir wieder alles rausstornieren müssen. Also das war das Schlimmste für mich überhaupt, diese ganze Rückstorniererei. Ne? Also eine Arbeit, die ich mache und dann wirklich verliere in dem Moment, weil ich muss. Ne? Nicht, weil der Kunde nicht mehr will oder so, sondern einfach, es ist nicht möglich zu reisen. Und das war eigentlich wirklich das Kritischste für mich. Also ich habe da schon ein paar schlaflose Nächte gehabt. Wir hoffen mal jetzt, dass es dann wieder aufwärts geht. Ja. Und gucken, ob wir nicht nächsten Monat wieder alles stornieren dürfen. Wo kann man euch erreichen? Man kann uns momentan sind wir jetzt noch geschlossen offiziell. Wir sind von Montag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 06101. 501-3456 zu erreichen. Außerdem haben wir auch jetzt eine neue Homepage. Okay. Die heißt www.ich-buche-hier.de und da kann man sich auch schon mal ein paar aktuelle Infos rausholen. Wir geben auch da sehr viel Corona-Informationen rein. Und eins noch, was ich sagen muss, es ist noch nicht alles im Internet drin, was bestätigt ist. Also die Airlines sind momentan in der Phase, dass die Aufwärmphase, also die beantragen jetzt ihre eingereichten Flüge und man muss gucken, ob das dann auch die nächsten 2 Monate so wirklich bleibt. Ne? Also ob alle die Genehmigungen so bekommen. Gut. Wie sieht die Zukunft aus für die Reiseagentur Angelika Fleck? Ich hoffe positiv. Super. Ich denke eigentlich positiv. Also man sollte nicht so negativ denken. Das haben wir das ganze letzte Jahr mehrmals tun müssen. Und trotzdem bin ich der Meinung, das geht aufwärts. Wenn wir das alles studiert haben, hier 43 Länder sind wieder ohne Reisewarnung und hier
in diese Länder reisen Geimpfte frei ein. Also es ist, es gibt ein bisschen Lektüre zu lesen oder alle Reisewarnungen und Einreisen auf einen Blick. Also das ist schon, es ist schon ein Buch für sich. Ich habe mich dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr entschieden, einfach eine Veranstaltung aus dem Boden zu stampfen. Und das war letztes Jahr die Summer Emotion. Leider konnten wir sie nicht